So, herzlich willkommen zu unserem Experiment. Wir essen nach, oder ich esse nach Nutri-Score A. Mach diesen Scheiß auf jeden Fall nicht zu Hause nach. Und den Anfang machen gleich mal diese wunderbaren hier Original oder Original Fitness Flakes. Denn ich will ja fit werden. Hier von Nestle, das heißt, es ist ja als Firma bekannt, die nur die höchsten moralischen, ja, den höchsten moralischen Kodex an den Tag legt. Ja, was isst man dazu? Weiß ich nicht. Wasser hat leider keinen Nutri-Score, deswegen probiere ich es jetzt mit Skyr, denn Skyr scheint ja auch Nutri-Score A zu haben. Und alles, was A hat, ist ja A wie automatisch gesund. Also, schauen wir mal, was wir da Feines haben. Die Zutatenliste blende ich dann später mal ein. Nur mal vorab, was haben wir hier an Fett auf 100, 1,8 Kohlenhydrate, fast 75, 74,8, davon Zucker 10,8, Ballaststoffe 7,6, Eiweiß 9,4. Wahnsinn! Alles super gesund. Zutaten 50,9% Vollkornweizen. Juhe! 37,3% Reis, Zucker, 7,1% Vollkorn. Also hier wieder der Nepp, Vollkornweizen. Eigentlich müsste es, naja, Vollkornweizen, okay, Vollkornhaferflocken, Invertzuckersirup, Gerstenmalzextrakt, Calciumcarbonat, Salz, Glukosesirup, Melasse, Antioxidationsmittel, Stark, Tocopherol, haltige Extrakte, Eisen, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Riboflavin, Vitamin B2, Folsäure, kann Milch, Erdnüsse und Nüsse enthalten. So, dazu gibt es Skyr Natur nach isländischer Art. Es hat auch eine Nährwerttabelle, und zwar Fett unter 0,5, Kohlenhydrate 4,4, davon Zucker 4,4, Ballaststoffe 0, Eiweiß 11, Salz 0,15 Gramm. So, also Feuer frei. Rein das Zeug. Normalerweise wird es ja jetzt Waldfleisch geben, also zum Beispiel Hirschrücken, dazu Nüsse, das in Butter angebraten, dazu vorher eine rohe Karotte. Aber hey, das Fleisch ist heute nicht drin, hat leider keinen Nutri-Score. Und was nicht A hat, ist nicht automatisch gesund. So. Naja. Mal nach Gefühl. Guten Appetit, das ist Mahlzeit 1. Wie gesagt, alle Nährstoffe blende ich euch dann noch mal ein. Ja, lasst es euch schmecken. Wir sehen uns dann spätestens in Mahlzeit 2. Naja, ich hatte nichts erwartet und wurde trotzdem enttäuscht. In diesem Sinne. So, jetzt gibt es eine Zwischenmahlzeit und zwar Nussfruchtmix hier. Natürlich auch wieder Nutri-Score A, denn A ist automatisch gesund, wie ihr wisst. Ja, und schauen wir uns mal die Nährwerte an. Also, was haben wir hier? Vor allem Kohlenhydrate, ja, 40 Gramm. Davon Zucker nur 35 Gramm. Oh, super, top. Kann also nur gesund sein. Ja, anscheinend hier. Nussfruchtmix A, ja, also die Beeren, der getrocknete Zucker in den Beeren beziehungsweise Trauben scheint ja durchaus super zu sein, denn die gefährlichen Cashews, ja, reine Cashewkerne, die haben leider nur B, deswegen heute nichts, heute nur Nussfruchtmix, ja, ist auf jeden Fall gesünder laut Nutri-Score A.
In diesem Sinne. So, Wasser, der leider keinen Nutri-Score, aber zum Kochen brauche ich Wasser. Deswegen gehe ich jetzt dieses lebensgefährliche Risiko einfach mal ein. Immer mal den Topf schön mit Wasser. So, was gibt's jetzt Feines zum Mittagessen? Da haben wir hier einen echten italienischen Leckerbissen rausgesucht. Mamma mia, tagliolini. Nutri-Score A. So, jetzt ist die Kamera scharf. Aus der Bronzeform. Ja, Wahnsinn. Was ist das Schönes drinnen? Müssen wir mal schauen. Fett 3,2, Kohlenhydrate 53, davon Zucker 1,6, Eiweiß 9,8. Zutaten: Hartweizengrieß, Weichweizenmehl, Eier, Wasser, Eier aus Bodenhaltung, jawohl, nur die guten Sachen, kann Spuren von Sojasenf und Weichtieren erhalten. Jawohl, schauen wir mal, Nutri-Score sagt, es ist A, A wie automatisch gesund. So, Gummiband, was gibt's denn dann zu deinen leckeren Nudeln dazu? Ja, also, was haben wir hier gefunden? A. A Silicum, denn A wie Arrabbiata mal leider aus. Also dann, guten Appetit. Schauen wir mal. Der Hunger treibt sein. Es sieht schon vielversprechend aus. Ja. Al dente sind die Nudeln auf jeden Fall. Ich muss jetzt gestehen, ich habe 2,5 Gramm Salz in die Nudeln gegeben. Ich war mir aber leider nicht sicher. Ja, Schande über dein Haupt. Salz hat ja leider keinen Nutri-Score. Also schauen wir mal. Mamma mia! Der Hunger treibt's rein, oder? A, wie automatisch gesund. Bis zur nächsten Mahlzeit. So, es gibt eine weitere Mahlzeit, wohlschmecken, dieses Mal Spaß beiseite, gar nicht mal so schlecht. Nicht A wie Leipziger allerlei, aber so ähnlich, und zwar Erbsen und Möhrchen, aus der Dose natürlich. Und was gibt es dazu? Sogar aus dem Glas. Hier Baked Beans, also gebackene Bohnen. So, was die Kamera hier immer will, Baked Beans, so. Was haben wir da? Schön weiße Bohnen in Tomatensoße. Hier kann ich leider nicht mit einer Nährwerttabelle glänzen. Allerdings, was haben wir denn hier Schönes drinnen?
Tomatensoße, Zucker, weiße Bohnen, Wasser, Tomatenmark, zweifach konzentriert, Wahnsinn, 7,4%. Zucker, sogar Meersalz, Branntwein, Essig. Ja, also das ist jetzt das Erste, was gar mal so richtig kacke ist hier. Also die Bohnen, Baked Beans, da wird der Arsch zum Flammenwerfer auf jeden Fall. Und was haben wir hier noch? Bonduelle, Erbsen und Möhrchen. Auch doch, hier gibt es eine Nährwerttabelle. Was sagt uns die? So, Kohlenhydrate 6, davon Zucker 3,8, Fett zu vernachlässigen, Eiweiß 2,5 Gramm. Was ist drin? Gemüse in veränderlichen Gewichtsanteilen, natürlich. Palerbsen, Möhrchen, Wasser, Zucker, Salz. Also auch das hier tatsächlich mal gar nicht mal so schlecht. Feuer frei, alles rein in den Topf. Ja, da schlägt das Herz jeder Bahnhofsmission höher. Ja, nichts verschwenden von dem guten Zeug. Die Dose ist sogar innen mit so einer Schutzschicht behaftet. Kann ich gar nicht das gute Aluminium oder was auch immer da drinnen ist, Blech, Zinn aufnehmen. Also hier eine runde Sache, ja, so wie die Dose, sogar minimal Schwermetall belastet. Leider nein, leider gar nicht. Nicht mal die guten Schwermetalle kriegt. So, und jetzt die Baked Beans. Ja, Bohnen mit Gemüse. Das ist doch echtes Bud Spencer und Terence Hill Essen, oder? Das gibt Tinte auf den Füller. So, ich bin ja kein Brite, sonst hätte ich das ja auch, die Baked Beans, ja zum Frühstück essen können. Ne? Aber hinterher ist man natürlich immer schlauer. Sprossen gibt es heute leider keine. Das ist leider zu gefährlich und ich sehe hier auch keinen Nutri-Score. Also lieber Finger weg. Ja? Lieber mal auf Nummer sicher gehen. Bernd, welches Menü hast du für dein Abendgericht ausgewählt? Ja, also wie ein echter Prolet habe ich das hier im Topf gelassen. Also leider habe ich keinen Kachel-Fliesentisch, sonst würde ich das hier drauf kredenzen. Jetzt gibt es, wie gesagt, hier Bohnen mit Möhrchen und dazu Baked Beans. Also Vorwarnung für dich, da wird der Arsch zum Flammenwerfer später wieder. Ja, leider habe ich auch keine abgeschnittenen Pennerhandschuhe, sonst könnte ich das hier noch für die Atmosphäre von der brennenden Nee, Mülltonne nee, nee, essen. da Aber fehlen noch die Kippen und der ja, Aschenbecher. Kippen und Kaffee. Aber beides hat leider keinen Nutri-Score und war mir zu gefährlich. Deswegen gehe ich lieber auf Nummer sicher. Hier, lecker. Lasst es euch schmecken. So, zwischenzeitlich habe ich hier auch noch von diesem tollen Brot genascht, denn das ist hier vital und fit. Und ich möchte ja vital und fit sein. Das hat sogar Leinsamen und Sonnenblumenkerne. Aber das Beste kommt bekanntlich immer zum Schluss. A wie absolute Eskalation. Und zwar möchte ich ja gesund leben, deswegen gönne ich mir jetzt die McCain Curvers. Knusprig zum Dippen, kann ja auch nichts Verwerfliches dran sein, denn immerhin A wie absolut und automatisch gesund. So, was haben wir denn hier? Inhaltsstoffe, muss ich jetzt mal gucken, dass die Kamera wieder scharf stellt. Kohlenhydrate 22,5. So, Salz fast nichts, Eiweiß 2,5 und Fett 6. Ja, nach dem Motto, Pommes frites sind auch nur Kartoffeln. Leider habe ich keine Mikrowelle, deswegen muss ich wie ein Höhlenmensch das Ganze im Backofen zubereiten. Also, so, mit den ungewaschenen Pratzen drüber, jawohl. Bisschen Dreck ist immer gut für die Darmflora. So, auf in den Ofen. So, Bernd, magst du mal ein kurzes Fazit zu deinem Nutri-Score-A-Tag geben? Ja, so, also angefangen hat es ja hier mit dem echten Fitnessfrühstück schon. Und geendet hat es jetzt oder wird es gleich mit den Pommes frites haben, denn diesen Curves oder wie die sich schimpfen. Ja, wie gesagt, man kann also tendenziell sagen, der Nutri-Score bewertet alles, was kohlenhydratreich ist, sehr gut mit A und alles, was irgendwelche Fettquellen enthält, tendenziell eher
schlecht mit schlechter D, E, wenn man Glück hat, C. Also im Grunde ist der Nutri-Score aus meiner Sicht ein Quatsch. Und wie ich schon gesagt habe, macht diesen Käse, den ich heute gemacht habe, nicht nach. Das sollte nur mal zeigen, ganz plakativ, wie man sich von der Ernährungsindustrie auch an der Nase herumführen kann, um es mal ganz diplomatisch auszudrücken. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, ob euch dieses Format gefallen hat, ob ihr noch einen Nutri-Score B wie Berndtag wollt, C, D oder E. Ja, Ja. natürlich. Also ich persönlich schon. Aha. Oder auch Du einfach mal einen liebst es Tag. also, mich leiden zu sehen. Ja. Verstehe. Nee, ich hätte gern mal einen Tag auch komplett ohne Nutri-Score. Also Also, ein Full Day of Eating, ja, wie wir natürlich, das ne? Also du Influencers nennen. dürftest jetzt ja heute und an den folgenden Nutri-Score-Tagen nicht mal zeigen, was wir denn auf dem Wochenmarkt an frischem Obst und Gemüse erworben haben. Du darfst es nicht essen. Also ich will ja auch gesund bleiben, also muss ja auch einen Nutri-Score Ja. haben und wenn der Fruchthändler und Gemüsehändler da nichts draufklebt, fühle ich mich als Verbraucher total in die Irre geführt und muss leider passen. Also da bleibe ich doch lieber bei meinen Pommes hier. Pommes rot-weiß. Mayo ist leider ungesund. Muss ich die Pommes blank Ja, fressen? Ketchup auch. Weiß Das ich nur ein nicht. bisschen Haben wir nichts Tomatenpüree gefunden mit? dazugeben. Haben wir leider nichts gefunden mit? Ne? Wir haben auch nicht geschaut, glaube ich. Doch, bei den Soßen war ich im Gang. Da war nichts. Wir haben jetzt also, man kann natürlich sehr, sehr viele Sachen mit Nutri-Score A finden. Wobei sehr vieles ist eigentlich falsch gesagt. Also es ist gar nicht so einfach A zu finden, aber man findet vor allem Weizenprodukte, also jede Art von Brot mit A. Es gibt natürlich auch Tiefkühlgemüse und sowas, die sind auch mit A gelabelt. Also wenn euch das gefallen hat und ihr ein weiteres A-Video sehen wollt, wie A, wie automatisch gesund, dann könnte ich mit etwas mehr Recherchezeit natürlich auch nochmal gucken, was man sonst noch nach A essen kann. Alternativ, A wie alternativ natürlich, könnte ich auch ein Video mit B, C, D und E machen, wobei E, glaube ich, schwierig wird. Und das Einzige, was es mit E gibt, ist, glaube ich, Butter, Ja. Ingwer-Shot und einige Süßigkeiten. Haben wir gesehen. Denn selbst Fürst Pückler, Eis nach Fürst Pückler an hat D. D. Also ist genauso gesund wie Ziegenkäse. Ja. Aber wir wollen nicht zu viel jetzt hier spoilern. Ja. Aber im Next Day A könnten auch viele vegane Produkte dabei sein. Also, ja, Hauptsache vegan, weil Ja. vegan automatisch gesund bedeutet. Ja. Und falls ich mich doch entschlossen habe, weitere Videos zu sehen, dann sind die hier irgendwo nachträglich dann verlinkt. Ja, abschließend möchte ich sagen, bleibt gesund, ich wünsche euch eine energiereiche Zeit und bis bald.